Jo Leute, was geht's wieder am Start? Weiter geht's mit weiteren Runde Let's Play WoT. Heute am Start mit den iMix, den wir jetzt zum 8. erforschen. Wir haben knapp 71.000, 72.000 Erfahrungen. Glücklicherweise halt die dreifache. Zum Panzer an sich, ein ganz interessanter Panzer. Also zum Spielen ist er eigentlich ganz gut, aber mir persönlich gefällt er halt nicht, weil er einfach, ja. Ja, mir gefällt er einfach nicht. Ich weiß nicht, man hat halt keinen besonderen Grund für, aber einfach an sich ist der Panzer, sag ich mal, ja, ich meine, was mich halt an ihm am meisten stört, ist halt diese Zielerfassung, wie lange er braucht, und das wird sich beim iMix, dem 8er, auch nicht ändern. Aber ich hoffe, das wird sich ja, irgendwie bessern, hoffentlich im Laufe der Zeit, der 9er oder so. Ansetzer für Panzergeschütz großen Kalibers. Jetzt muss ich kurz gucken, bevor ich den ausbaue, vielleicht, dass ich den gleich lassen kann. Als Primärfahrzeug markieren. So, das ist die schöne Foch. Wenn ich hier Ansetzer reintun will, dann kostet er mich des großen Kalibers. Also statt 500.000 baue ich ihn lieber aus. Da. Verkaufen, also wir tun ihn ins Lager, oh, Scherenfernrohr ins Lager, Tarnnetz ins Lager, das bleibt zum Glück alles. Kleine Ersatzteilkiste, zack, 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 Module, tun wir auch ins Lager und wir zahlen 799.000, also wir kriegen 799.000, 425, wunderbar, ja Mann, das wäre ein bisschen viel. So, tschüss, iMix, du kommst ins Lager und jetzt haben wir dich hier. Tun mal die ganzen Kollegen hier rein. Die Sau 40 hat irgendwie. Wieso ist da einer von Sau 40 noch am Start? Okay. Ein Mix. Okay, jetzt muss ich gerade kurz was nachschauen. Zwar in der Kaserne. Es kann ein bisschen dauern. In allen Fahrzeugen. AX48. In der Kaserne. Wir haben einen Funker. Und das war's. Und was haben wir hier? Das ist der Richtschütze, der hier von der Sau rein muss. Nicht sexy. Kaserne. In der Kaserne entlassen wir einfach mal den hier. Den entlassen wir. Weil die Sau 40 interessiert uns einen Scheißdreck, sag ich nur. Und den Kollegen lassen wir, vielleicht können wir den später bekommen, irgendwie sinnvoller halt nutzen. Und da müssen wir leider mit der Sau 40 erstmal leben. Ein Funker, Funker, Funker. Ach so, wir haben keinen Funker hier, wir haben hier zwei Richtschützen. Okay, also zwei Richtschützen für einen IMX. Das heißt, wenn einer ausfällt, ist die Nachladezeit immer noch nicht im Arsch, oder beziehungsweise der Panzer ist noch spielbar, okay. Wir tun jetzt mal den ganzen anderen schönen Zeug rein. Alle drei gleich, wunderbar. Ist eigentlich scheißegal, in welcher Reihenfolge wir das reintun. Solange der Panzer das hält, ist alles super. Okay. So. Munition noch nicht. Wir haben hier noch das. Also ich muss mir trotzdem anscheinend das Geschütz kaufen. Ich verstehe das irgendwie nicht, weil ich hatte irgendwie genau dasselbe Geschütz. Mit demselben Durchschlag. 100 mm ACSA 47. 100 mm AC SA 47 habe ich. Und wieso kann ich das hier nicht tun? I don't fucking know. Jetzt kann ich mir nochmal 100.000 dafür investieren. Okay, dann können wir kurz in meine Waffenkammer gehen. Module. Diese können wir dann verkaufen, weil die brauche ich dann nicht. So und so. Das alles passt. Geschütz. Okay. Ansonsten ist, glaube ich, nichts mehr. Okay, nochmal umschulen, bevor wir hier loslegen. Hier auf blind. Und das nehmen wir. 50 Riesen ist nicht schlimm. Wir haben jetzt noch 1,3 Millionen, das ist super. Das heißt, wir haben jetzt nicht verloren oder so an Geld. So meine Standardausrüstung, die ich mal rein tue. Keine Premium. Und hier ist ein bisschen viel. 5 Schuss sollten reichen. Dann haben wir 67. 72.000. Ein Schuss kostet 1030. Okay, das ist teuer, muss ich sagen. Verstehe gerade ein bisschen nicht, wieso das so teuer ist. Wir werden es ja aber gleich erfahren. Also, zack, vielleicht spielen wir mit dem TVP noch, ne, wenn wir zu schnell sterben. Ansonsten legen wir los. Ich gucke nochmal, alles da.
das, 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 alles ist drin. Nachladezeit, die haben ihre Sachen. Wir können hier noch Sachen reinmachen. Hoffentlich hält das Panzer noch. Ja, wunderbar. Der ist ja leicht, deswegen kannst du alles gleich reinklatschen. Genau, jetzt brauchen wir nur noch die Kette. Und die tue ich zuerst erforschen. Dann haben wir eine bessere Höchstgeschwindigkeit plus Drehgeschwindigkeit. Also ist gut. Und dann geht's zur Top Gun. Okay, legen wir los. Erstes Match. Let's go. Nicht zu lange warten. Also von diesen 1,3 Millionen haben wir jetzt nur noch 1,1. Ich bin über der Mülle, da bin ich zufrieden. Solange ich keinen fetten Minus mache. Also, auf jeden Fall sieht er ein bisschen höher aufgebaut aus. Das ist schon mal interessant. Und das Geschütz ist auch lang. Ein bisschen länger, glaube ich, sogar als von meinem X. Okay, Höchstgeschwindigkeit 50, hat sich nichts geändert. Okay. Interessant. Wichtig ist mit dem Panzer, komm niemals MKV-2 seitlich an. Oder OI, dem zweiten KV-2 in Klammern. Also keinen Panzer, der mit HE, also mit einer Trollgun schießen kann, der T49 auch. Denn dann bist du dran. Weil ich glaube, unsere Wahrscheinlichkeit, dass man hier abprallt bei mir, ist sehr hoch. Okay, dann schauen wir mal, was der Panzer so sagt. Okay, das Zielen ist nicht so schnell. Also, ne? Es wird ja noch höher, wenn ich die Top Gun habe. Dann wird es noch. Also, ich habe jetzt gerade 2, so weniger Zielerfassung. Also, ist ein bisschen besser als bei der vorherigen Top Gun. Aber, wenn ich die Top Gun dann habe, die richtige Top Gun, dann ist die Zielerfassung noch mal höher. Also, fast 3 ist es dann, 2,99. Das ist dann nicht sehr schön. Aber schau mal, wir haben 1000 Life Points. Vielleicht wird es was bringen. Ich bin mir nur gerade nicht sicher, ob der Panzer HE schon hat oder. HD-Modell hat. Oh, ein MX-5100, keine Munition, nice. Krasser Kerl. Okay, das ist schon vollkommen ausgezählt. Das sieht ein bisschen wenig aus. Hat er doch Munition? Okay, jetzt hat er mich gerade ein bisschen gewundert. Scherenfernrohr geht an. Hoffentlich treffen wir ein paar Leute. Hoffentlich machen wir ein bisschen Damage. Hoffentlich kassieren wir keine Arti. So wichtiges Zeug halt. Ach komm. Aber wir können schon unser Geschütz ziemlich gut drehen. Wo sind die IS-Spieler? KV-2 ist am Tanzen. Und jetzt stirbt der KV-2. Nicht? Anscheinend nicht. Gun Depression wollte ich mir eigentlich auch anschauen. Da ist der IS-3 angekommen. Kurz Gun Depression kurz. Naja, ich glaube, es fühlt sich nicht so an wie davor. Ich verstehe nicht, was der Spieler da macht, aber okay. Ich will auch nicht vorfahren, das ist so nicht mein Ziel. Oh, der KV-2 schaut mich schön an. Zum Glück ist er tot. Oh, jetzt habe ich doch nicht verpennt. Ich werde gespottet, das war mir irgendwie klar. Leider. Der ging nicht durch. Hoffentlich tanken wir eigentlich. Das wäre vielleicht so interessant zu wissen. Ich wurde gerade nicht mehr gespottet, beziehungsweise weiß bin ich aus dem Spot weg. Oh, die Schüsse, die Schüsse. Aber ich glaube, wir haben bessere Tarnung. Ich hoffe, der verreckt endlich. Weil das stört mich nur. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht. Oh, und das zeigt mir irgendwie das Tarnnetz nicht an. Habe ich da was verpasst? Da wird gerade ein bisschen rumgedasht. Mir zeigt es das Tarnnetz nicht an. Es zeigt mir nur das Scherenfernrohr an. Interessant. Wenn der Kerl mich noch einmal anpöbelt von der Seite, dann. Natürlich werde ich gespottet. Das werden wir wohl nie umgehen. Aber ich sehe schon, nur der Panther ist da und da unten ist der IS-3. Nachladezeit ist halt ziemlich gut, deswegen können wir da ein bisschen spielen. Aber wir kommen mal nicht durch. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Schießen wir auf den.
Okay, ich komme mal nicht mal durch mit 232 Durchschlag. Das ist auch eine bittere Sache. Kollege, ganz coole Sachen machst du da gerade nicht. Ja, ich weiß schon, dass du auf mich schießt. Das ist mir schon alles bewusst, Schatzi. Oh, er kam durch. Ich habe mich gerade jetzt gewundert, wo. Ich hoffe, der ist nicht einfach in die schwächste Stelle rein durchgekommen. Ah, jetzt werde ich doch von ihm permanent angeschossen. Ah, die habe ich keinen Plan, wo die ist. Ja, das war mir klar. Das sieht einfach das, was ich. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ich bin rausgenommen worden. Das ist echt bitter. Echt bitter. Sowas zu wissen ist schon mal gut für den Anfang, dass mein Geschütz einfach viel zu tief ist und man sieht zuerst meine Nippel. Okay, das heißt, ich muss da ein bisschen anders rangehen. Okay, das war mal gut. Das ist jetzt nicht, wo man sich aufregen soll, sondern eigentlich eher so die Erfahrung sammeln für den Panzer schon mal so, okay, so funktioniert er, sowas hat er. Aber wir wissen, er hat eine bessere Tarnung, weil normalerweise wird da jeder gespottet, der dort ist, aber ich kann da anscheinend gut aus dem Gebüsch schießen, ohne große Probleme. Oh, hat ihn gekettet, nicht schlecht. Die Su. Su gegen Su. Die machen hier ein bisschen Tänzchen, ne? Ein bisschen Tango. Tanzen. Naja, ich glaube, die Su hat gewonnen, ne? Und tschüss. Und der letzte ist der M4 Bulldog. M41 Bulldog. Die wahrscheinlich beste Art im ganzen Spiel, was freie Bewegungsmöglichkeiten angeht mit dem Geschütz. Und die Russen sind die schlechtesten, weil die am eingeschränktesten sind. So, erste Runde. Bisschen gedamaged, aber auch oft daneben geschossen und das beunruhigt mich wirklich. Ach so, wir haben keinen Teil, wir haben plus 10% Sichtweite. Okay, das ist gut. Aber ich hatte eigentlich Tarnnetz. Zerstören will ich es nicht. Ich hatte eigentlich Tarnnetz, ne? Weil ich brauche den spiegelte Teil. Brauche ich die? Brauche ich die nicht? Wisst ihr was? Ich lasse die mal drin. Kann ich ja sowieso notfalls ausbauen. Machen wir weiter. Oh je, das hat mir jetzt nicht gefallen. Das war nicht schön. Was war sogar nach dem Match, ne? Das müsst ihr euch vorstellen. Er macht der Match schon einen Nachteil gefunden, einfach easy rausgenommen. Die Nachladezeit hätte man hier echt erheblich steigern können, aber na gut. Also ich hoffe, die kommen bei mir hier in diesem Bereich nicht so easy peasy durch. Hier kommt man, glaube ich, gut durch, weil hier irgendwie so eine komische Schwachstelle ist bestimmt. Und natürlich, ne? Wissen wir Bescheid, alle drei hier. Hier ist alles Papier. Aber ich hoffe, dass diese Winkel hier irgendwas bewirken und dass man hier hauptsächlich hier nicht durchkommt. Weil wenn man hier durchkommt, dann bin ich ehrlich gesagt enttäuscht. Aber ich hoffe, das wird nicht der Fall sein. Und ich meine, wir haben Tarnung, diese sollten wir bestmöglichst einsetzen. Keine hat ja auch noch. Das heißt, es könnte sogar gut sein, wenn wir die hier benutzen. Wir können sogar darüber gucken, aber nicht so gut. Ja, ist minimal. Ich überlege gerade, wie kann man sich so hinstellen. E5 komme ich nicht durch. Das kann ich wahrscheinlich vergessen. 232 Durchschlag, aber ja, das ist so eine Sache. Oh. Ich muss leider so spielen. Ich hoffe, ich werde dann nicht gespottet. Ich werde gespottet durch Büsche, Leute. Das ist doch ein Witz. Keine Chance. Du hast keine Chance. Ich habe keine Chance, mit dem Panzer irgendwas zu machen gerade. Bin einfach gespottet durch ihn IS-3. Und Geschütz geht auch nicht tief herunter.
Bitter. Das ist bitter. Oh Mann. Durch Gebüsch gespottet, das ist. Gott, die steht schon ziemlich gefährlich. Ich werde gespottet! Das sind null Chancen, Leute. E4 sagt, verpiss dich aus dem Match und das war's. Nee, mal, das ist. Schlechte Aussichten. Sehr schlechte Aussichten. Also, wenn das Geschütz sich nicht mehr neigt, wie es davor sollte, dann ist der Marsch. Ich frage mich, wo ich ein bisschen sinnvoll hätte hinfahren können. Ich glaube, da oben sinnlos, also irgendwo unten einfach. Und da musst du einfach Kopf an Kopf kämpfen. Und sonst bist du, glaube ich, raus. Naja, versuch mal in den nächsten Matches, aber das dauert jetzt noch. Deswegen gehen wir zum TVP rüber. Ja, das ist enttäuschend wieder mal. Aber beim TVP war es ja auch am Anfang enttäuschend, aber jetzt ist er ja gut. Bisschen Turm, bisschen Top Gun und dann geht's ja wieder. Aber es ist halt nicht immer der Fall, dass alles Medi also alle Stock-Fahrzeuge enttäuschend sind, ne? Das ist halt, dass sie halt schlecht sind oder so. Das ist ja nicht immer der Fall. Deswegen hoffe ich, dass es mit, also Defensivspielen funktioniert leider nicht so gut, deswegen aktiv. Bisschen pushen, zurückfahren, hoffentlich hilft's da was. Ansonsten weiß ich nicht. Das wird dann wieder ein bisschen dauern, bis ich mit dem Panzer klarkomme, weil normalerweise kannst du gleich in den ersten paar Mal verstehen, bäm, macht der Panzer Sinn oder nicht, also hat er Vorteil oder Nachteil. Aber im Camping-Modus bringt's gar nichts. Normalerweise sind die Franzosen ja, ne, die besten, was Tarnung angeht. Auch ohne Tarnteil. Ich habe schon vergessen, wie das heißt. Ich hoffe, die fahren alle richtig. Das Schlimmste ist, wenn die Heavys sich entscheiden, mit uns zu fahren, wo es null Sinn hat. Okay. Na gut. Okay, der wartet hier. Clevere Taktik. Manchmal habe ich das Gefühl, hatte ich eigentlich auch immer das Gefühl, also immer noch, wenn ich da so in dem Busch stehe, denke ich, das ist so für mich wie so eine Schutzmauer, ne? Da denkst du dir so, okay, ich stehe mal da, schieß da ein bisschen, keiner sieht mich so easy peasy und dann, wenn du gespottet wirst, dann kommen alle Schüsse schön durch, ne? Da bist du nicht so glücklich. Ah, die macht schon Blightschutz und wir sind nicht mal richtig angekommen. Ach so. Alles klar, man wird also gespottet, wenn man da hinten steht, okay. Good to know. Na, seht ihr schon wieder, so ein erster Schuss und ich bin sofort Amorak. Das ist, was mich ehrlich gesagt sehr schnell stört. Warten nämlich, das ist das Schlimmste, wenn du nicht mal weißt, wo der dich getroffen hat. Keinen blassen Schimmer. Ja, kann der Pressure nicht eigentlich sitzen sollen, aber okay. Turm von Pershing zerstört, also beschädigt. Nochmal von Pershing kassiert. Untoll. Der Pershing schießt ja auch auf mich irgendwie. Ja, der Schuss ist für den Arsch. Richtschütze ist weg. Nice, also wir haben jetzt bis jetzt drei Treffer kassiert, alle Crit, ne? Nebenbei so, das ist schon. Aber ich treffe meinen Feind einfach gar nicht. E75 ist hier. Ich treffe einfach nicht. Ich treffe einfach nicht. Voll ausgezielt, ne? Also, kleine Randinfo. Du ziehst deinen Feind voll aus und das kümmert das Spiel absolut gar nicht. Ja, schieß auf mich, nein. Doch, der Pershing schießt auf mich gleich. Nicht mal annähernd getroffen, das ist das Lustige.
Erzer. Da muss doch sitzen, der Schuss. 6-2, wir müssen beides halten. Das ist nicht so easy. Zum Glück ist doch der 75 gekommen, ne? Manchmal denkt man sich, okay, überflüssig, aber ich bin doch irgendwo froh. Ja, ich bin schon froh, wenn ich überhaupt irgendwo mein Geschütz ein bisschen einsetzen kann. Nicht mal angekratzt, das ist schon bitter. Aber ich glaube, wir pushen die einfach weg. Turm beschädigt. Also wir haben drei Schüsse kassiert. Erster war Amorak, zweiter war Turm, dritter war Ladeschütze. Richtschütze, nicht Ladeschütze. Komm, push endlich. Boah, danke. Ich habe ihn eigentlich, dachte ich, hätte ihn noch mit dem Rammen, aber es hat anscheinend nichts bewirkt. Ah, da ist noch ein Pershing. Da war so ein, also der M46KR und ein Pershing. Der Pershing habe ich wahrscheinlich aus der Ferne rausgenommen. Aber natürlich darf ich nicht durchkommen, weil zu gepanzert ist. Ein Pershing. Bitte, Spiel, mach mich nicht wieder aggressiv. Das ist so ein bisschen unlogisch. Beim Rückwärtsfahren schieße ich ihm in die untere Wanne. Ich weiß zwar nicht, wo ich genau getroffen habe, aber. Naja, hau ruhig ab. Amorak, wunderbar. Ich bleibe jetzt sterben, ist mir scheißegal eigentlich. Wenn ich ihn nicht kille, dann nicht. Ja, er kam nicht durch. Er kam aber bei mir nicht durch. Oh meine Güte, zweimal haben wir gekrittet. Nicht schlecht. Da habe ich jetzt gerade echt auf Risiko gespielt. Weil mich hat das gerade echt abgefuckt, dass der einfach bei mir easy peasy durchgekommen ist. Naja, damage-mäßig sind wir. So lala. So, immer noch kein Sieg mit dem. Egal, wir spielen jetzt eher aggressiver. Deswegen schauen wir mal. Ach, gegen 10er wird ein bisschen schwer mit dem aggressiv spielen. Aber. Ich hoffe, das sind jetzt nur so ein paar 10er-Matches. Ich hoffe Standard 8er, 9er, weil da hast du keine Chance. Du musst dir vorstellen, du hast nur 1000 Life Points und Papier noch dazu bist du, weißt. Ah, die sind schon das größte Problem und das noch schlimmer ist halt, wenn du nicht durchkommst, weil deine Zielerfassung einfach für den Arsch ist. Ich meine, die ist jetzt, das ist jetzt besser als beim IMX, so im Vorgänger. Bei der Top Gun ist es jetzt noch besser, aber wenn wir dann die Top Gun haben, die eigentliche Top Gun, das wird dann nochmal schlechter, die Zielerfassung. Das heißt, der Kreis ist jetzt so, der wird wahrscheinlich ein bisschen größer, ne? Und das dauert noch viel länger, bis ich irgendwas gemacht habe. Was macht der Kollege? Ich glaube aber, auf dieser scheiß Map kannst du relativ wenig anrichten auch. Das ist beschissen. Wäre es Himmelsdorf oder so, da kannst du ein bisschen zack rausfahren, schießen. Die Frage ist auch, wenn sie auf mich schießen, ob sie mich dann sofort hier oben kritten oder ob sie auch bei mir hier durchkommen. Weil wenn sie bei mir auch hier durchkommen, bin ich enttäuscht. Bin ich richtig, richtig enttäuscht. Und das wollen wir ja nicht, ne? Weil beim AMX, wie gesagt, ich wusste schon von vornherein, dass der gut tanken kann. Der hat schon eine gute Panzerung, die macht dich zufrieden. Aber es kann auch andersrum gehen. Ich sehe gerade null, weil die noch da hinten alle sind. Also TVP geht da echt stark an die Front. Ich bleib mal hier, weil weiter traue ich mich echt nicht raus. Ich würde schon sehen, was nötig ist. Wird einfach gepusht. Der Schuss, ich hab dir schon gesehen. Man sieht schon am Anfang eigentlich, was das für ein Schuss ist. Geschütz will nicht. Geschütz will nicht. Das Geschütz hat einfach gesagt, nope. Ich schaffe nicht nach links zu drehen.
Splash Damage 8. Nein, 600. Ich wollte schon 800 sagen. Okay. Also am besten hier bleiben. Ich bewege mich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr hier. Weil ich bin sowieso schon so gut wie tot. Ja, der Light. Den Light sehe ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was vor mir ist. Hügel, irgendwas. Ein bisschen Hügel. Naja, stört und tut es mich jetzt nicht wirklich. 50B ist da, der ist jetzt weg. KV4 hat 50B rausgenommen, nicht schlecht. Ah ja, mit Artis werde ich bestimmt ganz viel Vergnügen haben. Also was Tanken angeht, haben wir noch recht wenig getankt. Also nur einen Schuss, glaube ich, haben wir bis jetzt getankt. Den Rest haben wir alles kassiert. Deswegen hoffe ich, dass dann die Möglichkeit besteht, dass wir ein bisschen Zukunft tanken, ne? Schauen wir mal. Ich sehe da gar nichts. T49, oh hallo. Und er campt einfach und wartet, bis ich gespottet werde. Geile Sache. Naja, dann warten wir ein bisschen hier durch. Obwohl, dauert es noch lange. Schauen wir mal, 2-6. Ne, das dauert nicht lang. Weil ich will ein bisschen aktiver spielen, weil es war wieder ein Gecamper, da kann ich leider nichts viel machen. Bessere Map einfach und dann sind wir glücklich. Himmelsdorf habe ich noch gar nicht bekommen. Oder einfach nur die Siegfriedlinie oder irgendwas Gutes. Stalingrad oder Pilsen, wo man einfach ein bisschen aktiver ranfahren kann. Aber ihr habt ja schon gesehen, ich ziele sogar schon aus und treffe nicht mal beim Auszielen. Und wenn, müsst ihr euch vorstellen, wenn du ein bisschen Trickshots machen willst, dann ist der Panzer dafür gar nicht geeignet. Aber ich habe den Badshot mal gespielt. Einmal habe ich den Badshot gespielt, ich habe 4 Kills damit rausgeholt, ohne auszuzielen. Also, das war auch so lustig. Das war bei den, wie heißen diese Wettkämpfteile, wo man, ja, wer zuerst die meisten Punkte da hat. Da hat dann gewonnen, da kannst du irgendwie 3 Zehner aussuchen und dann spielen. E3 hat sich noch echt, fühlt sich noch hier wohl. Aber ich glaube, der ist auch bald weg. Ferdinand ein bisschen gedamaged. Go play Lego, sagte sie. Was soll denn der E3 eigentlich machen? Der hat doch keine Chance. Der muss irgendwo aus dem Rang kommen. Aber ich glaube, der hätte eine gute Chance in der Stadt gehabt, weil da war eigentlich nicht viel los. Da waren halt nur ein paar Heavys. Wunderbar. Schön genau. T57 Heavy kommt nicht durch. Ah, jetzt. Wunderbar. 15-5. Bitte eine bessere Map, weil ich kann einfach nichts machen, weil ich muss dann praktisch campen und das ist halt nicht so mein Ding. Wir haben jetzt 3 Matches verloren. Von 3. Das ist schlecht. Das ist richtig, richtig schlecht. Ja, 0 Damage. Was hätte ich denn auch austeilen können? Weiter. Dreifache Erfahrung haben wir immer noch nicht. Komm. Enttäusch mich nicht, Panzer. Wir wollen doch ein bisschen. Du sollst ein Damager sein. Du musst hier Top Damage raushauen. Wir kriegen wieder 10er. Aber ich glaube, im Heiligen Tal kann man ein bisschen aktiver spielen. Solange ich nicht die TDs abbekomme, weil das Problem ist halt, der T30 kann bis zu 950 Damage raushauen, oder 980. Und das ist schon gefährlich, wenn er einen Schuss abgibt. E4, naja, 704er macht 800 so, im guten Sinne. Deswegen muss man da auch aufpassen. Aber ich fahre definitiv rechts. Schauen wir mal, ob die Kollegen hier ein bisschen helfen können. Ich meine, wir haben hier 2 IS-4 am Start. Das sollte doch was heißen. Schauen wir mal. Ich will echt nicht auf dem Panzer, sondern so umsteigen, dass du praktisch wirklich nur campen musst. So weit wie möglich hinten und dann campen.
Weil ich habe mit dem IMX schon auf aktiv gespielt und da ging's ja. Ihr seht schon, der Kreis, das ist viel zu groß. Das sollte eigentlich schon ein bisschen schneller oder besser werden. Vielleicht soll ich ihm noch Tarnung kaufen, ne? Da hat er ein bisschen bessere Tarnung, aber naja, so nötig finde ich das gerade nicht. Vielleicht muss ich mir ein bisschen offline einspielen. Wäre vielleicht auch eine gute Idee. So, IS-4 fahren mit uns, das ist gut. Es gibt keine Arti, das heißt. Da fahren jetzt 2. Und da kommt jetzt ein bisschen was an. Was wir jetzt machen, wir nutzen mal genau das auch so aus. Vielleicht kommt ja jemand. Mir gefällt nicht, dass der Kreis noch so gigantisch ist. Ich bin lieber, dass der so noch ein bisschen kleiner ist, weil dann habe ich die größere Genauigkeit. Aber sieht nicht gut aus. Sieht nicht sehr gut aus. Leopard, die Cherry, die stehen und warten da. Ich bin gespannt, wer da kommt, den ich zuerst abschießen darf oder kann. Oh, das wäre eine schlechte Sache. Ein kleiner Achter, wunderbar. 3, 2, 1. Nicht mal rechtzeitig nachladen durfte ich. Gebaut. Oh Gott. Also beim T30 eher aufpassen. Weil da kannst du machen, was du willst. Man muss nur seinen Ton drehen. Nicht durchgekommen, Leute. Ich bin nicht durchgekommen in seine beschissene Panzerung. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Der hat ja auch voll die Winkel und so am Startort, ne? Jetzt sag. Naja, ich weiß schon. Komischerweise werde ich ihn wie gespottet, obwohl der mich nicht mal ansatzweise sieht. Mir gefällt diese Sache gar nicht. Oh, ich glaube, wenn ich so rückwärts fahre, werde ich gesehen. Ist ein ganz schlechtes Gefühl hier, ne? Oh, hier 30er Blindshot rausgehauen. Gar nicht so schlecht von dir. Ich kann ja nicht mal was machen, ey, das ist bittere Sache. Die 30 ist da runter oder wie? Die werden da ein bisschen gepusht, habe ich das Gefühl, oder was verstehe ich da gerade nicht? Ich bin zwar mobil, ich bin ja froh, dass ich mobil bin, aber der Jagdmann 100. Ich glaube, ich kann dir sehr schlecht helfen. Oh, rückwärts fahren, das ist sehr schlecht. Boah. Sekundenspiel hier, nicht schlecht, ey. Ich muss hier weg. Denn sonst werde ich gerusht von Gegnern. Das ist mir ein bisschen zu lustig. Hauen wir einfach ab, hoffentlich. Weil ich habe keine Chance. Das ist das Problem. Ich würde da schon kämpfen, aber ich habe halt einfach keine Chance. Weil nach. Solange, ich muss halt ausziehen. Das ist die Sache. Ich muss ausziehen.
Kann ich nicht auszielen, bin ich dran. Und weil ich da schieße dann sowieso daneben, weil weißt du, ich will nicht umsonst Damage kassieren und dann nichts davon haben, so ungefähr. Der T30 muss auf jeden Fall weg. Ich gehe cappen, weil wir haben sowieso keine Chance. Wir haben noch 3-10 am Start, also CDC könnte noch irgendwie kommen. Was zuerst kommt. Weil wir haben eigentlich verloren. Vielleicht schaffen wir es zu cappen. Oh ja. Einfach daneben geschossen, habt ihr das gesehen? Einfach weg. Ich will aus der Hüfte schießen, das geht nicht. Bei den meisten Panzern ist die Genauigkeit halt irgendwo da. Wir haben jetzt das erste Match erst gewonnen, Leute. Das erste Match von drei. Das heißt, wir haben eigentlich richtig schlecht. Richtiges schlechtes Match hier rausgehauen. Oh, jetzt haben wir ein 8er, 9er Match. Das ist schon mal besser. Schauen wir mal, was wir hier anrichten können. Okay, wir sind sogar oben gespawnt. Oh je. Man sieht. Gefährlich. Ich hoffe, die patchen das vielleicht noch. Ich weiß es nicht, weil die Ds haben eigentlich nichts überpowerndes an sich. Haben sie, glaube ich, nicht. Sondern eigentlich ganz normal. Sondern die überpowered sind halt wirklich die Fahrzeuge, die über 700 Damage hauen. Oder her, ne? Die sind halt überpowered in einer gewissen Weise, weil es halt viel Damage ist. Und bei den Franzosen von 7 bis 9 sehe ich da keine großen gefährlichen Unterschiede. Sage ich mal jetzt, weil ich haue nur 300 Damage raus und mit der Top Gun halt 400 irgendwas. Aber mehr ist da glaube ich nicht drin. Ich fahre mit den Heavys, das ist mir lieber. Fahre ich lieber mit den Lemmingen mit. Weil da habe ich keine Chance alleine. Weil Achter kommt bei mir, glaube ich, sowieso leicht durch. Ich muss noch kurz nach dem Match gucken, wie viel Panzerung ich habe. Wir haben zwei Scouts dann gleich auch verloren. Wir werden natürlich gleich gespottet, natürlich. Total logisch. Ich kassiere schon W620. Geil. Überlebe ich überhaupt noch? Das wäre auch so lustig. Ach ja. Zu 14-1 aus der Fahrt vorausgezielt, nicht schlecht. Ich bin der Erste, der sterben durfte. Nice. Machen wir weiter mit dem TVP. Wir kriegen heute richtig beschissene Matches, das gibt's ja nicht. Ich glaube, ich kann hier im Moment sagen, dass der Remix viel schlechter ist als der TVP. Weil TVP hatte sogar als Stock eine gewisse Möglichkeit, irgendwas zu machen, obwohl es auch nicht immer gereicht hat. Aber der Mix ist schon das Geilste. Ich wurde gespottet. Danach, 10 Sekunden später, war ich hoffentlich weg aus dem Spot und die Arti blindshottet mich vielleicht oder trifft mich. Die schlechteste Arti, die überhaupt irgendwas zielen kann, hat mich gekillt. Ich wusste nicht mehr, dass das möglich ist, aber anscheinend hat es geschafft. Nicht schlecht. Respekt dafür. Nicht schlecht. Naja. Also IMX, der 7er, guter Panzer, schöner Panzer, spielt sich gut, er ist bequem. Mir gefällt er halt einfach nicht, weil er einfach, ja, diese blöde Zielerfassung hat. Die ist einfach überflüssig lang. Das ist ja bei allen anderen TDs das viel besser. Bis jetzt, bei denen ich gespielt habe. Ich meine, ich hatte die Amerikaner habe ich noch nicht gehabt. Die Deutschen habe ich einen gehabt, aber die waren ziemlich genau für ihre Stufe. Das heißt, keine großen Probleme. Und dann nimmst du dir so einen Franzosen, der eigentlich ziemlich, ja, optimal sein muss. Und das bringt ja halt gar nichts, weil du verkackst einfach auch damit. Vor allem der 8. Ich meine, der 7. ist schlechter als der 8. Der 8. ist schlechter als der 7. im Moment. So meine Meinung gerade, ne? Obwohl wir dieses Geschütz, dasselbe identische Geschütz nochmal kaufen mussten, habe ich irgendwie nicht verstanden, wieso das der Fall sein musste, aber okay. Ich sehe niemanden.
nicht mehr getroffen, ne. Nicht mal getroffen. Wohin schieße ich denn? Oh mein Gott, wohin ich schieße? Wie habe ich den jetzt getroffen? Und ich wurde noch sogar gespottet. Interessant, interessant. Ich sehe dich doch. Wow. Nicht getroffen. Ja, das ist gut. Das hat mir gefallen. Mir gefällt, dass ich da... Ja, dich sehe ich sowieso nicht. Komm. Dass ich da fast nichts sehe und trotzdem schießen. Nicht getroffen. Route 253, hallo. Ganz ruhig bleiben. Keine Panik hier. In den Turm? Wie das? Egal, ich werde mich darüber, glaube ich, nicht irgendwie rausreden wollen. Weil irgendwie war ich schon nicht mehr in der Sichtweite. Heute sieht es nicht so gut aus, was die Matches angeht, ne? Danke dir. Okay, der ist tot. Ich sehe gar nichts, ich sehe gar nichts. Ich sehe gar nichts. Wir drehen natürlich um. Sicherheitshalber. Grille, Grille, Isu. Okay, da gibt es wahrscheinlich ein paar Leute, die wirklich gefährlich sind. Ich bin sowieso tot, deswegen ist es eigentlich irrelevant. Ihr seht schon, da fehlt ein bisschen Bewegung, also Manövrierbarkeit in dem Panzer. Schauen wir mal. Ich sehe gar nichts. Spotten tun wir auch nichts. Schade eigentlich, die Grille ist sehr nah. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist, aber wenn dann. Sehr nah. Wir haben die Flanke da hinten verloren. Die eine Grille hat sich zurückgezogen. So wie es aussieht. Wirklich. Das versucht die Grille jetzt. Die Isu. Meine Leute sollten eigentlich auf der Hut sein. Batch hat 2 Kills rausgeholt. Wunderbar. Wunderbar, schnelle Schüsse sind gut. Und holy shit, da kommt was ganz Gefährliches. Ich hoffe, ich überlebe den Schuss. Ja, ich bin, denke ich mal, tot. Kann man sich das so sagen? Glaub schon. Haha.
Ich dachte, ich hätte den fett critten können. Also ich dachte, mit den 3 Schüssen hätte ich ihn gut gekrittet, aber leider nicht gereicht. Naja. Da war nur noch ein IS-3, die hat hier, also die hatten da gar keine TDs. Na doch, den FV. Ah, die hatten sich da gut gehalten, aber sind trotzdem irgendwie rausgenommen worden. Okay, machen weiter mit unserem Schatzilein, dem IMX. Haben wir gewonnen, verloren da hinten. Verloren. Ich habe einfach nichts gemacht, weil, ne? Mega traurige Sache gerade mit dem IMX. Wir kriegen tatsächlich permanent 9 und 10er. Das ist bitter. Also ich glaube, wir werden ganz viel Spaß haben mit dem Panzer. Den 9er werden wir wahrscheinlich nicht erreichen, weil Aussichten sind gerade mega schlecht. Also ich hatte nicht mal mit dem TVP so viele Schwierigkeiten wie mit dem Panzer, weil ich kann ja nirgendwo hinfahren. Ihr habt es ja schon gesehen, am Spawn wurde ich schon gespottet, okay, weil ich in die falsche Richtung gefahren bin. Gut, ich wurde gespottet. WZ wusste schon, wo ich war ungefähr, hat auf mich sofort getroffen. Und dann habe ich kassiert von Arti, die eigentlich null Chancen, also die Prozent, dass sie hat 1% vielleicht mich zu treffen, weil der Panzer, den ich gesehen habe, wie der gespielt wird, unendlich unmöglich, das überhaupt zu schaffen, mich zu treffen. Deswegen tue ich, glaube ich, Tarnnetz drauf und dann hat sich das. Ich werde sowieso. Es gibt sowieso keine Arti. Und das Lustige ist, manchmal ist die Arti nicht mehr notwendig, weil dich penetriert jeder. 7,16 Sekunden Nachhaltezeit. Das muss erstens auf 5 runter und dann noch die Genauigkeit ein bisschen verbessern, weil ich will echt mal sehen, wenn die bei mir durchkommen, wo die hier durchkommen. Wenn die hier durchkommen, dann ist vorbei. Dann kann man ja den Panzer in den Müll werfen. So dort, wo er noch hingehört. Er sieht zwar schick aus, Schmiege und so, ne, aber er muss einen gewissen Teil erfüllen, auch als TD. Okay, wir spotten da schon die ersten Leute. Das interessiert uns da gerade nicht. Boah, der hat ihn sogar echt fast getroffen. Also, dahin habe ich geschossen, dahin ging der Schuss. Ja gut, das war schon eigentlich in dem Streuungsbereich. Aber das ist ein bisschen enttäuschend. Fährt er noch weiter vor? Einfach über ihn geschossen. Jetzt fährt er ein bisschen weiter voraus. Ob ich ihn getroffen habe, ist die andere Frage. Ich hoffe, der Busch ist ja groß genug, hoch genug, dass ich überhaupt was machen kann. Hier 7 alleine gegen 3 Heavys. Torte IS-4. Gegen die IS-4 wird er viel Spaß haben. Aber wir pushen da hinten ein bisschen. Das ist gut. Noch sehe ich natürlich nichts, ne? Bis hierhin können wir unser Geschütz drehen. Ah, da sehe ich noch nichts. Immer schön tanken. Und alles ist gut. Vielleicht sollte ich ein bisschen. Oh, IS-4 kommt zur Hilfe. Das ist gut. Ich stelle mich mal so hin. Oh ja, ich sehe aber gar nichts. Ich bin dann praktisch ein blindes Huhn. Ich sehe gar nichts. Auf eine bessere Position. Die Gegner chillen wahrscheinlich auch an der Base im Moment, aber eine bessere Position wäre da schon von Vorteil. Hier vielleicht. In der Tat wäre das eine gute Position für mich. Für die Zukunft so ein bisschen gucken. Wunderbar. Die Torte steht da. Oh, ob ich den Nippel treffe? Nein. Machen wir mal 16-fach Zoom. Ob das was bringt. Hey, der Schuss ging schon mal in die richtige Richtung. Das war schon mal nicht nachteilhaft. Der ging zu hoch. Torte steht noch. Ich habe ihn sogar getroffen. Aber das ist sehr schlecht gewesen, der Treffer. Ganz schlechte Sache. 7-2, wir nehmen sie raus. Ganz schlecht. 8-fach Zoom wieder rein. Oh, da ist der Borsig. Der Wein, wie gesehen, jetzt ist er nicht mehr in der Sichtweite. Oh Gott. Keine Suizidgedanken hier. Schade. Panzer. Ich will halt echt nicht
wirklich dieser typische Camper sein, weil ich habe mir schon Sachen gesehen von MyMix, dass der eigentlich nicht schlecht sein sollte, ne? Ich hoffe, der wird mich jetzt im Verlauf der Zeit nicht mehr weiter enttäuschen. Das wäre halt richtig bitter. Na, ja, der fährt da eine komplett andere Route. Ja, die sind eingekesselt. Bis ich ankomme, ist alles vorbei. 7 Sekunden Nachladezeit, das ist viel zu lang. Ich werde aber gespottet von irgendwas Badger-artiges. Was ja mich im Moment nicht so stört. Nicht getroffen, einfach nicht getroffen. Natürlich gespottet durch 1000 Bäume, aber nicht getroffen. Lol, der Schuss ging einfach in den Boden und ich habe ihn getroffen. Nice Ding. Der flog viel zu langsam. Boah, was hat denn der für einen Drift hingelegt? Wer noch zurück? Nein. Der versucht ihn rauszunehmen. Okay. Hey, wir sind der einzige Achte, der überlebt hat in einem verdammten 9er-10er-Match. Das ist. Ich meine, klar, es war ja nur einer Achter wahrscheinlich. Noch. Außer die Scouts. Die Scouts zählen ja nicht, aber. Das ist doch extrem schwer. Warte, was hatten wir? 50 Bashit. Zack, zack, zack. Ruh. Nein, ich war der einzige Achter in meinem Team. Das ist doch extrem, oder? Verlangen die wirklich von mir, dass ich das in was packe? Ja, danke dir, gib mir mal Lacher. Ich pack das doch nicht gegen solche Gegner. Also nicht mit dieser Gun, das ist die Sache. Wenn die Top Gun besser wird, hoffe ich mal, weil der Durchschlag ist sowieso da, aber die Zielerfassung wird halt mega scheiße sein. Und ich glaube, ich muss da was Neues reinmachen, damit die Zielerfassung halt auch stimmt. Weil damit ich nicht 10 Jahre ausziehen muss, tue ich lieber statt diese 445 Meter Teil raus, also meine Sichtweite plus 25% automatisch, sondern tue da einfach die schnellere Zielerfassung rein, weil das ist extrem schwer, muss ich sagen. Das ist extrem schwer, sowas zu spielen dann. Der Panzer an sich sieht ja nicht aus, als würde er das nötig haben, aber dass der Kollege besser ist als der, ja, man sieht schon, mein Geschütz ist länger. Der hat auch den AMX. Wir fahren aber jetzt in die Stadt. Gehen wir shoppen. Und ich denke mal, wir belassen es auch nach dem Match hier, weil es waren schon ziemlich viele. Ich hoffe, das wird ein besseres Match. Normalerweise, wenn ich aufnehme, läuft es halt, ja, 50-50 oder halt, keine Ahnung, es läuft immer so durcheinander. Aber wenn du dann alleine spielst, dann läuft es einigermaßen gut oder es läuft halt richtig beschissen. Das ist dann immer abhängig. Wir haben 50 Sachen drauf. Ich hoffe, wir können noch schneller werden dann. Ich glaube ja, nee, wir haben ja schon den maximalen Motor. Das heißt, die Kette noch und dann die Gun. Ich werde jetzt schon gespottet. Das gibt's doch gar nicht. Scout wahrscheinlich. Sagt, jo, Digga. Ja. VK. Ich habe echt Angst wegen der scheiß Hardy, weil ich habe nicht Bock noch auf so eine Scheiße. Wieder gespottet. Das gibt's doch gar nicht, Brother. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Denn das wäre halt das Lustige, wäre ich der Einzige. Da sind schon ein paar Leute. Wir biegen einfach mal hier rein. Fahren ein bisschen hier durch. Da ist der Tiger. Ich weiß, ich weiß. Ja, getroffen, aus der Hüfte. 100 Meter waren das, denke ich mal. Und das Spiel hat gesagt, ja, Digga, komm, ich lasse dir das. Ich gebe dir den Ding Genuss mal. Zum Erleben. Was mir nicht gefällt. Oh mein Gott, ist hier ein Haufen los. Arti sprayt einfach rum.
keinen KV abkassieren. Ja, schieß ruhig. Oh, ich kann hier durchschießen, oder? Ich denke schon. Jo. Oh mein Gott, ich habe ihn noch getroffen. Nice. 3, 2, 1. Nur gekettet. Aber ich sehe seine Kante. Von links kommt nichts. Wunderbar. Ja, jetzt hat er sich repariert natürlich. Ach komm. Und da schießt er meine Deckung kaputt, Alter. Was für ein Hellspatzel hier. Die Foch hat kassiert. Tiger gibt ein bisschen Damage zum Austeilen. Okay, kein Damage zumindest. Das ist schon mal gut. Ganz ruhig, Tiger. Ganz ruhig, Brauner. Oh ja, wunderbar, kassiere. Richtschütze ausgefallen, alles klar. Alles klar, kam bei mir dadurch. Sollte bei mir gar keiner durchkommen eigentlich. Ich kassiere vom beschissenen KV. Ja, jetzt sterbe ich noch wahrscheinlich durch ihn. Verreck. Oh Gott. Fuck. Jetzt habe ich ein bisschen Panik hier. Oh, ich bin der Letzte hier. Ich bin der letzte Überlebende. Ja, die Arti wird mich schon. Die Arti wird mich schon beibringen. Ja, wunderbar. Denken wir den Spatz. Fuck, ich bin irgendwie hängen geblieben. Ja, bei dem scheiß Tiger. Aber ich glaube, der Kollege nimmt ihn hoffentlich noch raus. Komm, nimm ihn raus. Leute, mein erstes Match mit 3 Kills. Nee, der hat keine Chance. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen besser gespielt. In einem 8er-Match hast du schon ein bisschen Chancen, aber ich hatte gerade hier ein bisschen Problematiken. Aber wie ihr seht, ist alles gut gelaufen. Und erste Klasse mit einem Rekord. Wir haben sogar Großkaliber bekommen. 3200 Damage, ja wunderbar. Die Löwe hat 0 Damage. Ja. Aber hey, das ist mal gut. Top verriegen wir jetzt mal 5000. Ich bräuchte für die Kette 17. Naja, normalerweise könnten sie auch 10 draus machen, weil wenn ich das Geschütz schon so viel machen muss. Die Nachladezeit wird sinken. Wird steigen, nicht sinken. Und die Streuung wird sinken auf jeden Fall, das ist gut. Wir haben jetzt, was haben wir, 0,34. 0,33 wird auf jeden Fall besser, aber 2,9 und wir haben jetzt 2,3. Da seht ihr schon, 0,6 wird schon schlimmer. Das ist das Problem, worauf ich nicht so wirklich Lust habe. Naja. Na gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch immer gefallen. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns dann hoffentlich morgen bei einem weiteren Part Let's Play WoT wieder. Bis dahin. Ciao.